Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet doch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Da sagte Petrus: Herr, meinst du mit diesem Gleichnis nur uns oder auch all die anderen? Der Herr antwortete: Wer ist denn der kluge und treue Verwalter, den der Herr einsetzen wird, damit er seinem Gesinde zur rechten Zeit die Nahrung zuteilt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Wahrhaftig, das sage ich euch, er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Wenn aber der Knecht denkt, mein Herr kommt noch lange nicht zurück, und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, wenn er isst und trinkt und sich berauscht, dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Wer aber, ohne den Willen des Herrn zu kennen, etwas tut, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge bekommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. Das Evangelium hat begonnen mit einem Bild. Mit einem Bild vom Dieb, der in ein Haus einbricht. Dieses Bild nimmt Jesus für Gott. Gott schleicht wie ein Dieb. Ein Dieb kommt dann, wenn wir es nicht erwarten. Und einen Dieb wollen wir erwischen. Und ich habe mir gedacht, es ist schön, wenn wir so auf Gott warten, dass wir ihn erwischen wollen. Ein Dieb will etwas wegnehmen, will etwas entwenden. Und wenn wir alles dran setzen, Gott zu erwischen, dann tun wir gut daran, weil es wird uns viel entgehen, wenn wir ihn so davonkommen lassen. Er ist ein Gott der Überraschungen. Er kommt, wenn wir es nicht erwarten und nicht nur mit dem Zeitpunkt kann er uns überraschen, sondern auch mit den Orten oder in den Menschen, wo wir es oft gar nicht erwarten. Wir haben viele Beispiele. Er überrascht uns im Stall zu Bethlehem. Er überrascht uns am Kreuz in Jerusalem. Er überrascht uns, wenn er sagt, er ist zu finden in den Armen, in den Ausgestoßenen, in den Fremden, in denen, die am Rand stehen. Er überrascht uns mit dem Satz, du findest mich gleich nebenan, in dem oder der Nächsten. Und dann kommt das Beispiel von dem Knecht. Wer ist der treue und kluge Verwalter? Und es ist der verantwortungsbewusste Knecht,
die verantwortungsbewusste Magd, könnten wir heute auch dazu fügen, der uns da vor Augen gestellt wird. Jemand, der diese Wartezeit auf Gott nicht untätig herumsitzt, sich nicht denkt, es ist eh egal, was inzwischen passiert, sondern einer, der sich um die anderen, um den oder die Nächsten kümmert. So gibt uns Jesus damit auf den Weg, dass unser Umgang miteinander auch immer etwas zu tun hat mit unserer Gottesbeziehung, weil genau dort, in den Armen, in den Fremden, in den Nächsten, an den ungewöhnlichsten Orten und zu den ungewöhnlichsten Zeiten, will Gott uns begegnen. Und so dürfen wir diese Worte mitnehmen in unseren heutigen Alltag, verantwortungsbewusst auf den überraschenden Gott warten. Und Paul Weißmantel drückt es aus mit den Worten, im Hier und Jetzt wachend zu warten und wartend zu wachen auf die Begegnungen mit dem gegenwärtigen Gott in allernächster Nähe. Und das wünsche ich uns für den heutigen Tag, dass wir ihn in unserer allernächsten Nähe erfahren und entdecken können.